Er war der erste westeuropäische Kaiser seit den alten Römern und herrschte über ein gewaltiges Reich. Im Ausland gefürchtet und im Inland gehuldigt. Manche Reformen haben sich bis heute behauptet und prägten maßgeblich die mittelalterliche Gesellschaft. Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich wird er von vielen als Gründer der Nation gesehen. Die Rede ist von keinem geringeren als Karl dem Großen. Doch was für eine Rolle spielt überhaupt die Kaiserkrönung im Jahre 800? Wie ist die frühmittelalterliche Beziehung zwischen Kaiser und Papst zu verstehen? Und wie weit musste Karl eigentlich gehen, um letztendlich Kaiser zu werden? Darum geht es in dem heutigen Video. Um die Bedeutung der Kaiserkrönung Karls zu verstehen, müssen wir uns erst in die Spätantike begeben. Dort war nämlich bereits Konstantin der erste christliche Kaiser und ab 324 dann auch schließlich Alleinherrscher. Kaiser Konstantin ließ das Christentum im gesamten Römischen Reich ab dem Jahre 325 Folge des Konzils von Nikäa erlauben und prägte die christliche Kaiseridee nachhaltig. Das Kaisertum legitimiert sich demnach direkt durch Gott. Zudem ist er Herrscher über viele Ethnien, König über eine Nation, aber Imperator über viele Nationen. Der Kaiser ist sowohl dem König als auch den Klerikern übergeordnet. Außerdem zeichnet sich der Kaiser durch eine besondere Nähe zu Gott aus. Man spricht hier von einer Sakralisierung des Kaisers, teilweise sogar von einer Stellvertretung Gottes. All diese Punkte lassen erahnen, dass diese Kaiseridee zwangsläufig in einer Konfrontation mit dem Papsttum münden musste, was letztendlich auch im Hochmittelalter geschah, wobei das Verhältnis zwischen Kaiser und Papst im Mittelalter schon immer angespannt war. Nach dem Untergang des Weströmischen Reiches 476 gab es über Jahrhunderte keinen westeuropäischen Kaiser mehr. Das sollte sich unter dem Herrschergeschlecht der Karolinger ändern. Die Karolinger bekleideten zunächst das mächtige Amt der Hausmeier unter den merowingischen Königen. Dieses Amt war so mächtig, dass über die letzten Generationen die merowingischen Könige de facto nur noch repräsentative Macht innehatten und die Karolinger quasi eine Schattenregierung errichtet hatten. So führte Karls Großvater Karl Martell bereits einige Eroberungskriege. Karl Martells Sohn Pippin der Jüngere wandte sich schließlich an den Papst, um auch den Titel des Königs zu erlangen. Dem Papst kam das Ersuchen Pippins sehr gelegen, da sich der oströmische Kaiser immer mehr von Rom distanziert hatte und die arianischen Langobarden eine Bedrohung darstellten. So wurde Pippin der Jüngere 751 zum König gekrönt. Und zur Krönung von Pippin gibt es zwei Theorien, die ich hier noch einmal kurz erwähnen möchte. Erstens, die Oppositionstheorie. Diese geht davon aus, dass die Krönung Pippins nur Performa war, da die Macht sowieso schon lange bei den Hausmeiern lag. Diese Position stärkt demnach Pippin. Zweitens, die Kompensationstheorie. Diese geht wiederum davon aus, dass Pippin auf den Papst für seine Krönung angewiesen war und die Karolinger daher nur wegen des Papstes zu Königen aufsteigen konnten. Der Papst kompensiert demnach die fehlende Macht Pippins. Als König löste Pippin zunächst das Amt des Hausmeiers auf. Ironic. Anschließend zog er gegen die Langobarden und besiegte diese. Teile der eroberten Gebiete schenkte er anschließend dem Papst. Diese Schenkung wird Pippinische Schenkung genannt. Pippins Sohn Karl wurde so Herrscher über ein riesiges Reich und hatte nun die Herkulesaufgabe, dieses Reich zu regeln, was allerdings auch sein Anspruch war. Karl regierte durch sogenannte Kapitularien, eine Zusammenstellung von Reichsnormen, die das damalige Frankenreich zu funktionieren hatte. Anders als unter dem merowingischen König Chlodwig setzte Karl eine Homogenisierung des Rechts. Neben den Kapitularien führte Karl für eine verbesserte Kommunikation Königsboten ein und reformierte die Kirche. Die Einheit des Glaubens innerhalb des Frankenreichs hatte oberste Priorität und auch andere Volksgruppen wie die Sachsen versuchte Karl mit Gewalt zu christianisieren. Die Sachsenkriege sind eine daraus folgende Konsequenz. Wenn ihr noch gerne ein separates Video über die Sachsenkriege haben wollt, lasst es mich in den Kommentaren gerne wissen. Die karolingische Minuskel wird zur Standardschrift und wird auch heute noch genutzt. Karl strebt auch eine Liturgiereform für einheitliche Texte an. Außerdem lässt Karl das letzte Herzogtum Bayern auflösen und führt wieder treue Eide bei Ämtervergaben ein. Wie wichtig Karl die Lehre des Christentums war, lässt sich auch in der sogenannten Ikonoklasmus-Debatte erkennen. Die Ikonoklasmus-Debatte stellt eine christliche Deutungsproblematik rund um die Bilderverehrung Gottes dar. In Byzanz und vor allem Italien war die Bilderverehrung anerkannter und Kaiserin Irene lud 787 zu einem Konzil in Nikäa ein, wo ohne fränkische Beteiligung die Bilderverehrung erlaubt wurde. Karl lehnte den Beschluss vehement ab
und übermittelte dem Papst eine schriftliche Gegenposition. Der Papst billigte allerdings das Konzil und Karl akzeptierte schließlich den Beschluss. Karl wurde zunehmend mächtiger und der Papst nutzte die fränkischen Kaiserambitionen, um fränkischen Beistand gegen die arianischen Langobarden zu erhalten, indem er das Kaisertum an sich selbst dem Papst kettete. Eigentlich führten die Franken und Langobarden gute Beziehungen. So ist Karls erste Frau selbst Langobardin gewesen. Doch für seine Kaiserambitionen lässt Karl sie zurückschicken und führte bis zu seiner Kaiserkrönung 4 erfolgreiche Feldzüge gegen die Langobarden. 799 kommt es zu einem entscheidenden Ereignis auf dem Weg zur Kaiserkrönung Karls. Es erfolgt ein Attentat auf Papst Leo III. Der nur geblendete Papst kann aber nach Paderborn in Karls Obhut fliehen. Die neuen Umstände dürften zur Stärkung der Verhandlungsposition Karls geführt haben. Um die Attentäter zu fassen, nutzte Karl die Crimen Laese Majestis, ein Recht, auf das sich eigentlich nur Kaiser berufen können. Im Jahre 800 ist es dann endlich soweit. Karl wird in Rom vom Papst zum Kaiser gekrönt. Es gibt allerdings noch einige Kontroversen rund um die Kaiserkrönung. Die größte Problematik ist hierbei die Diskrepanz der Berichterstattung. So gibt es 2 Lager, die Kaisergetreuen und die Papstgetreuen. Zu den Kaisergetreuen gehört zum Beispiel der Chronist Einhard, der in den Annales Regni Francorum von der Krönung berichtet und darin behauptet, dass Karl auch als Herrscher von Rom und Italien ausgerufen wurde. Die papstgetreue Liber Pontificalis wiederum bezeugt eine Salbung des Kaisers durch den Papst, was als sehr unwahrscheinlich gilt, und in den Lorschen Annalen verneint wird. In der fränkischen Berichterstattung wird auch immer wieder ein Bescheidenheitstopoi Karls herausgestellt, der besagt, dass Karl die Kaiserwürde eigentlich nicht wolle und der Papst ihn damit überrascht hätte. Wie ihr vielleicht seht, gibt es zur Kaiserkrönung Karls mehr Fragen als Antworten und es kommen noch einige Fragen hinzu. Was trug Karl während seiner Krönung? Gab es einen Konzilbeschluss? Wer kniete vor wem? Fränkische Quellen behaupten dann natürlich, dass Papst Leo vor Karl kniete. Auch die Rolle der Bevölkerung oder des Militärs ist unklar. Die persönliche Beziehung zwischen Karl und Papst Leo ist auch nicht überliefert und schwierig zu rekonstruieren. Auch die Bedeutung der Kaiserkrönung könnte in der modernen Geschichtsforschung überhöht sein, denn Karl der Große war für die meisten Menschen damals eh schon de facto Kaiser. Die Krönung erfolgte demnach ähnlich wie bei der Kaiserkrönung seines Vaters nur noch per forma. Byzanz erkennt anfänglich Karl nicht als Kaiser an, bis dieser ihn Venedig abdrückt und verspricht, sein Reich nicht weiter nach Osten auszudehnen. Karls Kaisertum ist an das Byzantinische angelehnt und orientiert sich somit an der Kaiseridee Konstantins. Dennoch gibt es einige erhebliche Unterschiede. So gibt es unter Karl keine Vergöttlichung des Kaisers mehr, wie es teilweise noch unter Konstantin stattgefunden hatte. Und der Papst hat einen größeren Einfluss, wie wir an den verschiedenen Kaiserideen gleich sehen werden. Ich stelle euch nun ein paar Kaiserideen der aktuellen Forschung vor. Zu nennen wären da erstens die päpstliche Kaiseridee. Laut ihr macht der Papst den Kaiser, da er die Verfügungsgewalt über die Krönung hat. Der Kaiser wird gezwungenermaßen Herrscher über Rom und Italien, da er an den Papst gebunden ist. Zweitens die fränkische Kaiseridee. Diese Kaiseridee bezieht sich auf das Christentum. Die Christen sind das erwählte Volk. Wer sie führt, ist auch Kaiser. Drittens, die sakrale Kaiseridee. Es geht nicht um den Papst, sondern um die sakrale Bedeutung der Stadt Rom bei der Krönung. Viertens, wer Herrscher von Rom ist, ist auch Kaiser. Fünftens, die universelle Kaiseridee. Die Franken beziehen sich auf die römischen Kaiser und sehen sich als ihre Nachfolger an. Sechstens, die Aachener Theorie. Diese besagt, dass die Bedeutung der Kaiserkrönung nicht so wichtig war wie die Königskrönung in Aachen. Siebtens, die Sachsen-Theorie. Die Sachsen haben über sich keinen König. Daher musste ein Kaiser über sie herrschen und das Byzantinische Reich war zu weit entfernt. Und abschließend achtens. Das Westkaisertum ist als Provokation gegen Byzanz selbst zu verstehen. Kommen wir abschließend noch einmal zu einer kurzen und knackigen Zusammenfassung. Kaiser Konstantin entwickelte als erster christlicher Kaiser bereits in der Spätantike eine christliche Kaiseridee, die Karl der Große hunderte von Jahren später wieder aufgriff und weiterentwickelte. Schon als König zeichnete sich Karls Regentschaft durch Reformen und Systematisierung aus, die wie beispielsweise die Schrift bis heute Bestand haben. Karl war bereits vor seiner Krönung zum Kaiser der mächtigste Herrscher Westeuropas, daher ist die Bedeutung der Kaiserkrönung im Jahre 800 aus historischer Perspektive nicht eindeutig zu rekonstruieren.
Es gibt mehrere Kaiserideen im Zuge der Kaiserkrönung, die versuchen, die Krönung und den Grund der Krönung nachzuvollziehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über ein Like und ein kostenloses Abo freuen. Haut rein!